Aber warum diese plötzliche Seniorenschwemme? Welche abstruse ARD-Strategie steckt dahinter? Fragen wir mal unsere Expertin für abstruse ARD-Strategien, Tina Hausten. Tina, verstehen Sie das? Also, das liegt doch nun wirklich auf der Hand, Oliver. Was da läuft, das geht gegen uns. Die ARD greift das ZDF an. In seiner Kernkompetenz. Die wollen uns die Rentner abjagen. Was? Aber das können die doch nicht machen. Wer soll uns denn noch gucken, wenn die Rentner weg sind? Tiere? Zimmerpflanze? Da müssen wir doch irgendwas machen, Tina. Keine Sorge, Oliver, das machen wir auch. Es wird zum Beispiel völlig neue Slogans geben wie ZDF. Mit den Dritten kaut man besser. Und, auch das Programm wird völlig modifiziert. Sehr gut, sehr gut. Was, das habe ich mich oft gefragt, was wollen denn alte Leute im Fernsehen sehen? Wahrscheinlich mehr alte Leute, oder? Nein, alte Leute hassen andere alte Leute. Hier, sehen Sie selbst. Ich kenne viele, die dann so sehr krank sind und so, aber kann ich mich ja nicht mit belasten, ne? Ja, ein TV-Programm darf nie belastend sein, Oliver. Deshalb stirbt ja auch nie einer beim Traumschiff. Senioren wollen im Fernsehen vor allem praktische Basteltipps. Sowas hier. So schauen die beiden noch aus wie ganz normale Gartenscheren. Dreh ich die aber um, werden die sofort zu lachenden Hasen. Ja, liebe Kinder, das kommt davon, wenn Opa das Gras nicht schneidet, sondern raucht. Oliver. Kinder sind überhaupt nicht das Thema, Oliver. Das Thema ist, wie unser Sender die Rentner zurückholt von Jauchs unverschämter ARD. Und zwar mit einem nagelneuen Programmschema. Ab morgen 6 Uhr wird zurückgesendet. Los geht's mit dem Morgenmagazin. Volle Kanne heißt ab sofort volle Beutel. Danach läuft dreimal hintereinander dieselbe Folge vom Traumschiff. Das beruhigt die Alzheimer-Patienten. Ja, es folgen der Bergdoktor auf Sylt. Und um 15.55 Uhr die ersten Nachrichten. Aber die heißen natürlich nicht mehr heute, sondern gestern. 16.45 Uhr wird die Krimiserie Notdurft Hafenkante ausgestrahlt. Aus Frontal 21 wird Dental 21. Ab 19.35 Uhr ermittelt der ganz Alte. Und um 20.15 Uhr, Oliver, das Highlight am Samstagabend. Die große Familienshow Betten nass. Moderiert von Ilja Mogov. Jawohl, meine Damen und Herren. Und der überzieht bis kurz vor Sendeschluss um 21 Uhr. Dann werden alle Zuschauer bettfertig gemacht. Und bei uns läuft als Endlosschleife die schönsten Wartezimmer Europas. Nimm das, ARD. Tina Hausten, meine Damen und Herren. So sieht's nämlich mal aus, Freunde. So sieht's aus. Wir sind das Motherfucking ZDF und das war sie, die Heute-Show.